Ich freue mich, Sie ganz herzlich zum heutigen Planck-Webinar begrüßen zu dürfen mit Professor Dr. Wolfgang Lechner von der Firma Parity QC. Herr Lechner, oder Wolfgang, wir sind ja schon beim Du. Vielen, vielen Dank, dass du uns als Planck-Community heute eure Erkenntnisse im Bereich Quantencomputing darlegst, die Grundlage für eure Aktivitäten darstellst. Und ich würde vorschlagen, wenn Fragen während des Vortrages aufkommen, gerne diese in den Chat schreiben. Ich werde die dann zwischendurch reinmoderieren und am Ende haben wir natürlich auch noch ein kleines bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Aber damit freue ich mich jetzt ganz herzlich, dir, Wolfgang, das Wort übergeben zu dürfen und freue mich auf deinen Vortrag. Viel Spaß uns allen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich außerordentlich, hier heute sprechen zu dürfen. Ich möchte heute über unsere sogenannte Parity-Architektur sprechen. Die Parity-Architektur ist, wie du schon gesagt hast, die Grundlage erstens meiner Forschung an der Universität, aber auch zweitens unseres Spin-Outs Parity QC, das ich vor kurzem gemeinsam mit Magdalena Hauser gegründet habe. Als erstes möchte ich über Optimierung oder Quantenoptimierung kurz sprechen, wie wir von der akademischen Seite das üblicherweise angehen. Und ein typischer Prozess, wie wir sozusagen Probleme lösen, ist, dass wir uns anschauen, okay, welche Hardware existiert im Moment. Dann erfinden wir Algorithmen, die das Problem am besten auf dieser Hardware löst. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir Superconducting Qubit Chips haben, haben wir bestimmte Restriktionen auf diesen Chip. Das heißt, wir haben zum Beispiel nur Wechselwirkungen zwischen den nächsten Nachbarn. Das ist ein zweidimensionales Objekt. Und wir haben sogenannte Two Local Interactions. Also das heißt immer, dass zwei Qubits miteinander wechselwirken. Und das heißt, das passende Problem ist dann genau eines, das darauf hinpasst, und in mathematischer Sprache nennt man das im Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problems. Das heißt, quadratisch heißt eben, dass nur Paarwechselwirkungen vorkommen, unconstrained, dass eben keine Nebenbedingungen vorkommen, und binary, dass man sozusagen nur mit Nullen und Einsen arbeiten kann. Wenn wir ein anderes Problem anschauen, zum Beispiel neutrale Atome, die haben andere Eigenschaften, da gibt es Near-Stable Interactions, da gibt es Single-Site-Addressing. Damit könnte man dann zum Beispiel sogenannte Hubbard-Modelle lösen. In der Industrie, wenn man jetzt industrierelevante Probleme lösen möchte, ist die Fragestellung eigentlich umgekehrt. Da ist es immer so, dass wir ein Problem gegeben haben und es ist dann egal, wie wir das lösen. Das heißt, hier ist eigentlich die andere Richtung im Moment das, was wir verfolgen möchten, nämlich dass wir für bestimmte Probleme zuerst uns den perfekten Algorithmus überlegen und dann, wie wir das in der Hardware machen. Und da wir natürlich nicht unbegrenzte Hardware-Design-Möglichkeiten haben, gibt es hier dieses Wechselspiel zwischen Hardware und Algorithmen. Und das ist genau dieses Interface, das uns interessiert, das ist unsere Trademark-Wissenschaft, dass wir eben sowohl Hardware als auch Algorithmen freilassen und versuchen, die perfekte Mitte zu finden. Und wenn wir jetzt diesen Vorgang für Optimierungsprobleme uns anschauen, dann sehen wir, dass Optimierungsprobleme, die derzeit in der Industrie relevant sind, also ich habe mir nur ein paar Beispiele hingeschrieben, Scheduling oder in der Finanztechnik und so weiter. Was haben die gemeinsam? Die haben gemeinsam, dass sie erstens höhere Ordnungsterme haben, also das heißt nicht nur Wechselwirkungen zwischen Paaren, dass man Constraints hat, also das heißt Nebenbedingungen, und dass die Wechselwirkungen nicht lokal sind, also das heißt weit über den nächsten Nachbarn hinweggehen. Das heißt, industrierelevante Probleme haben eben nicht diese quadratische und unconstrained Form, sondern sind höherer Ordnung und constrained. Und das ist genau das Problem, das wir lösen wollen. Wie übersetzen wir jetzt ein Problem normalerweise auf einen Quantencomputer? Lasst mich hier ein Beispiel zeigen. Das ist das sogenannte Graph Partitioning.
Das heißt, die Aufgabe ist, ich habe einen Graphen und wir wollen diesen Graphen jetzt in zwei Subsets unterteilen, die gleich groß sind. Und der Schnitt soll möglichst wenig Edges durchschneiden. Und wenn wir dieses Problem übersetzen wollen auf einen Quantencomputer, dann ist eben die Strategie, dass wir als erstes ein Spin-Modell hinschreiben, dessen Kostenfunktion die Energie des Spin-Modells ist. Also die Kostenfunktion des Optimierungsproblems ist eine Energie des physikalischen Systems. Und für dieses spezielle Beispiel funktioniert das eben so, dass wir einen Spin auf jeden Node setzen und dann sagen wir, Team Rot ist, wenn dieser Spin nach oben schaut und Team Grün ist, wenn der nach unten schaut. Und dann müssen wir jeden Teil des Satzes da oben übersetzen in eine Formel, die eine Energie darstellt. Also der erste Teil des Satzes ist ja, dass wir das Problem in zwei Subsets gleicher Größe unterteilen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Energie einführen, die Summe über alle Spins ist und das quadrieren, dann haben wir genau Energie 0, wenn die beiden Subsets gleich groß sind. Also wenn man gleich viele Minus 1 und Plus 1 hat, sind die Subsets gleich groß. Und wenn es hier ein Ungleichgewicht gibt, bekommen wir eben eine höhere Energie. Das heißt, wenn wir diesen Term minimieren, dann haben wir die gleich groß gemacht. Auf der anderen Seite, der zweite Teil ist, wir möchten die Anzahl der Edges minimieren. Und das wird durch diesen Term hier gewährleistet. Also hier summiert man über alle Edges. Und wenn die in unterschiedlichen Gruppen sind, bekommt man eine Energie und sonst nicht. Das heißt, wenn man jetzt diese, so muss man sozusagen jedes Optimierungsproblem irgendwie in eine Energie übersetzen. Was ich hier herausstreichen möchte, ist aber die Form, die hier rauskommt. Die Form, die hier herauskommt, und das sehen wir schon, ist ein Spin-Modell, das Wechselwirkungen hat zwischen Spins. Aber welche Spins jetzt wechselwirken, also gerade wenn wir uns diesen zweiten Term hier anschauen, den Edges, das hängt wirklich von der mathematischen Form des Problems ab und übersetzt sich dann direkt in eine physikalische Energie oder in eine physikalische Wechselwirkung. Das heißt, wenn diese mathematische Wechselwirkung sehr long range ist, also sehr weit entfernte Qubits betrifft, dann müssen wir das auch auf dem Chip physikalisch so bauen. Und das ist etwas, was wir nicht machen können und was eben auf dem D-Wave-Gerät zum Beispiel umgangen wird durch einen Compiler oder im Standard-Gate-Model wird das umgangen, indem man so Swap-Operations einführt. Also das heißt, das Problem ist, ich habe einen physikalischen Hamiltonian, den ich irgendwie auf meine Quantencomputer mappen kann. Und wenn der nicht genauso ausschaut wie das Problem, dann muss ich ein Mapping dazwischen machen. State of the art ist, dass man das in ein sogenanntes Kubo-Problem dann übersetzt. Also das heißt, selbst wenn man höhere Ordnungsterme hat, übersetzt man das in ein Problem, das nur Wechselwirkungen zwischen zwei Qubits hat. Das gibt sozusagen Vorschriften, wie man das macht. Das führt aber dazu, dass man einen hohen Qubit-Overhead hat. Und wenn man noch Nebenbedingungen eingebaut hat, dann kann man diese Nebenbedingungen übersetzen wieder in Energien. Also das heißt, man schafft einfach ein sehr großes Energy Penalty, falls eine bestimmte Nebenbedingung nicht erfüllt ist. Und hier gibt es zwei Klassen. Das eine ist eine Nebenbedingung, die kann ein Produkt sein. Also das heißt, dass zum Beispiel Spin 1 mal Spin 2 muss plus 1 sein, das wäre ein Produkt. Oder das kann auch eine Summe sein, also zum Beispiel Sigma 1 plus Sigma 2, 3 mal Sigma 4 ist 2. Das wäre eine Summe und das muss man auch wieder in Energie übersetzen. Das heißt, immer wenn ich Nebenbedingungen habe, das wären auf Englisch würde man sagen Hard Constraints, also harte Nebenbedingungen, übersetzt man das in weiche Nebenbedingungen. Das heißt, man hat einfach eine große Energie, wenn die Nebenbedingung nicht erfüllt ist. Und das führt eben zu einer großen Separation der Energieskalen, das auch nicht vorteilhaft ist für Quantencomputer. Was wir jetzt erfunden haben, und das ist irgendwie der Hauptteil dieses Vortrags, ist eben die Parity Transformation. Und was die Parity Transformation macht, ist, wir gehen weg von diesem Spin-Paradigma, also von diesem Kubo-Paradigma und übersetzen diese Spin-Modelle in ein sogenanntes Lattice-Gauge-Model, ein Gitter-Eich-Modell.
oder eben das Parity-Modell, das hier auf der rechten Seite gezeigt ist. Und was wir in diesem Paper, das hier unten rechts zitiert ist, gezeigt haben, ist, dass man jedes Optimierungsproblem nicht nur in einen Kubo übersetzen kann, sondern eben auch in so ein Parity-Bild übersetzen kann. Und was das heißt, ist, man hat, wenn Sie jetzt den Hamiltonian anschauen, also das ist der physikalische Hamiltonian unter dem Parity-Paradigma, der besteht aus zwei Teilen. Das eine ist ein lokaler Feldterm, also das heißt eine Energie, die ausschließlich lokale Felder, also sind die auf einzelne Qubits wirken, oder wenn man das als Gittermodell sich vorstellen würde, das sind Operationen, die auf einzelne Qubits wirken. Und dann gibt es einen zweiten Term, und der agiert nur auf vier Qubits immer, also vier Körperwechselwirkungen. Und angedeutet ist das oben in diesem Bild mit diesen roten Kugeln, also diese roten Punkte, die beschreiben eben immer die Wechselwirkung von vier Qubits, die benachbart sind. Und das erste Interessante an dem Modell ist, dass das gesamte Problem, also das Einzige, was ich programmieren muss, sind lokale Felder. Also wenn ich sozusagen das Standardmodell verfolge, dann programmiere ich immer Wechselwirkungen zwischen Qubits oder Gatter zwischen Qubits. Und hier muss ich ausschließlich lokale Felder programmieren, also Einzel-Qubit-Operationen. Dann das Zweite sind die Wechselwirkungen. Also die Wechselwirkungen sind der zweite Term, diese Vierbody-Wechselwirkungen oder Vierkörper-Wechselwirkungen. Die sind komplett unabhängig vom Problem. Also egal, welches Problem ich enkodiere, ich habe immer exakt die gleichen Wechselwirkungen zwischen den gleichen Qubits. Und diese Wechselwirkungen sind eben nur zwischen nächsten Nachbarn. Und wie ich dann zeigen werde später, ist, dass man damit auch höhere Ordnungsterme und Nebenbedingungen sehr gut enkodieren kann. Okay, also ich möchte jetzt im Vortrag diese Punkte, also die Einleitung habe ich schon gemacht, dann möchte ich noch über das Kompilieren, Nebenbedingungen und dann Benchmarks sprechen. Also lassen Sie mich als erstes diese Transformation herleiten, wie das funktioniert. Also was wir erreichen wollen ist, wir wollen von diesem Spin-Modell übergehen in das Parity-Modell. Und das Erste, was man hier macht, ist, man führt sogenannte Parity-Qubits ein. Oder hier in dem Vortrag nenne ich die auch physikalische Qubits, weil das sind die Qubits, die man dann am Chip baut. Das heißt, was wir machen ist, ich habe hier eine Wahrheitstabelle geschrieben. Die blauen Qubits, das sind die logischen Spins, also die Spins des ursprünglichen Problems. Und die grünen sind die physikalischen Spins, die ich dann implementieren werde. Und die habe ich sozusagen grün und blau gemacht, um sie zu unterscheiden, aber es sind beides einfach Qubits. Und die Wahrheitstabelle ist ganz einfach, nämlich wenn die beiden Spins in die gleiche Richtung schauen, dann ist der grüne Spin up, und wenn sie in unterschiedliche Richtungen schauen, ist der Spin down. Also das ist sowas, wie wenn ich die einfach multiplizieren würde. Und das nennt man eben die Parität. Und wenn ich jetzt diese Paritätsvariablen mir anschaue und ich möchte jetzt so einen Hamiltonian, wie ich ihn vorher hatte, übersetzen, dann sieht man schon irgendwie das erste Interessante, nämlich auf der linken Seite habe ich eben eine Wechselwirkung, also ich habe Sigma Z mal Sigma Z. Und wenn ich jetzt das darstellen möchte durch diese Paritätsvariablen, dann habe ich, wenn ich sozusagen links schaue, habe ich n Quadratterme, also ich kann mir das so vorstellen, wie wenn ich sozusagen jede Edge, also jede Kombination I und J, gibt mir einen Term. Das heißt, ich setze jetzt auf jede Edge oder auf jede Linie auf dem Bild drüber, setze ich eines dieser Paritätsvariablen. Und deshalb wird jetzt aus einer Wechselwirkungsmatrix wird jetzt eine lokale Feldmatrix. Also das heißt, die J's, die sozusagen die Koeffizienten vor der Wechselwirkung sind, sind jetzt plötzlich Koeffizienten vor oder sind jetzt lokale Felder, die auf einzelne Qubits wirken. Intuitiv kann man sich das so vorstellen, wenn Sie eine positive Wechselwirkung haben, dann möchten die Spins sozusagen anti-aligned sein, und wenn Sie eine negative haben, wollen Sie aligned sein. Und für die Paritätsvariablen heißt das eben, dass Sie im einen Fall nach oben schauen wollen und im anderen Fall nach unten. Das heißt, ein Bias auf die Parität wird ein Bias auf diese Variablen.
Jetzt habe ich aber ein Problem, wenn ich das übersetzen machen möchte, weil die Anzahl der Freiheitsgrade nicht stimmt. Also auf der linken Seite habe ich ja n Freiheitsgrade, weil ich n Spins habe. Auf der rechten Seite habe ich n Quadrat Freiheitsgrade. Also genauer gesagt, k ist gleich n mal n minus 1 halbe. So viele Terme oder so viele Edges gibt es nämlich. Das heißt, damit das ein valides Mapping wird, muss ich k minus n Freiheitsgrade wieder eliminieren. Das heißt, ich möchte sogenannte Paritätsconstraints jetzt einführen. Das heißt, Nebenbedingungen, die alle unphysikalischen Konfigurationen wieder eliminieren. Das heißt, was sind diese Constraints oder wie schauen die aus? Diese Constraints kann man als Bedingungen für geschlossene Kurven in so einem Graphen herleiten. Nehmen wir eine ganz einfache geschlossene Kurve, also die hier, wir haben drei Spins, 1, 2, 3, und wir haben drei Edges, 1, 2, 2, 3 und 1, 3. Das heißt, wenn wir jetzt diese Paritätsübersetzung machen, dann haben wir genau drei Spins und wir haben auch drei von diesen Paritätsvariablen, die immer auf den Edges sitzen. Das heißt, 1, 2, 2, 3 und 1, 3. Und die Wahrheitstabelle für dieses Beispiel, wenn alle Spins ab sind, sind auch alle Paritätsspins ab, weil die sozusagen alle in die gleiche Richtung schauen. Wenn alle Spins down sind, sind die Paritätsvariablen trotzdem alle ab, weil sozusagen die immer schauen, ob alle in die gleiche Richtung schauen. Lassen Sie uns ein Beispiel machen, sagen wir down, down, up. Das heißt, 1, 2 ist in die gleiche Richtung, das wäre Spin up, 2, 3 ist unterschiedliche, das wäre Spin down und 1, 3 ist unterschiedlicher, also down. Das heißt, ich kann jetzt so diese Wahrheitstabelle auffüllen und irgendwann würde ich zum Beispiel bei der Konfiguration landen. Ich möchte, dass die Paritätsvariable 1, 2 und 1, 3 up sind und 2, 3 down. Und das heißt, 1 und 2 sollen in die gleiche Richtung schauen, 1 und 3 sollen in die gleiche Richtung schauen, aber 2 und 3 sollen unterschiedlich sein. Und das geht nicht. Das ist unmöglich. Das heißt, wir sehen, wenn wir diese Wahrheitstabelle machen, auf der rechten Seite sind nicht alle Konfigurationen möglich, sondern nur diese, wo die Anzahl der Spins, die nach unten schauen, eine gerade Zahl ist. Und intuitiv kann man sich das einfach vorstellen, wenn Sie sich vorstellen, Sie flippen einen blauen Spin, dann flippen Sie immer zwei grüne. Es ist unmöglich, einen grünen alleine zu flippen. Und daraus können wir jetzt eine Energie basteln. Also das heißt, wir können jetzt so eine geschlossene Kurve nehmen und wir wollen jetzt, dass nur Konfigurationen erlaubt sind, wo die Anzahl der Spins, die nach unten schauen, gerade ist. Das heißt, das kann ich in den physikalischen Qubits einfach durch ein Produkt mit einem Minus davor erreichen. Weil wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie eine gerade Zahl haben an Spin-Downs, dann ist das immer plus 1. Und mit dem Minus davor gibt uns das eben ein Energy Penalty, wenn das nicht so ist. Und ist genauso ein Constraint, wenn sozusagen die Anzahl ungerade ist. Und diese Regel, die ich jetzt für diese drei Loop hergeleitet habe, die kann man sich für jede Loop durchüberlegen. Also egal, welche geschlossene Kurve ich aus diesen logischen Spins nehme, ich kann immer so einen Constraint basteln. Okay, das heißt, die Frage ist jetzt, welche geschlossenen Kurven nehme ich? Weil es gibt n faktoriell viele geschlossene Kurven. Und ich brauche aber nur k minus n. Also ich brauche nicht alle von denen, sondern ich brauche nur k minus n. Das heißt, was ich jetzt machen möchte, ich möchte jetzt die so geschickt auswählen, dass die physikalischen Qubits, die ich dann im Endeffekt platziere, dass die eine sehr einfache Geometrie haben. Und es stellt sich heraus, dass es da nur eine Lösung gibt, die das sozusagen für das All-to-All-Modell macht. Und die möchte ich zeigen. Die geschlossene Kurve, die ich da betrachten muss, ist diese hier. Also das ist das Pattern. Und lassen Sie mich das nochmal aufbauen. Also ich ordne jetzt die Qubits nach der Differenz dieser beiden Zahlen an. Also das heißt, 2, 3 wäre ist sozusagen ganz unten, weil das die Distanz 1. Und dann 1, 3 ist Distanz 2, dann 1, 4 Distanz 3 und 2, 4 ist wieder Distanz 1.
Das heißt, damit habe ich jetzt meinen ersten Constraint gebastelt. Also so wie vorher gezeigt, mache ich hier jetzt eine Vier-Körper-Wechselwirkung zwischen diesen vier Qubits. Dann nehme ich dieses Pattern und bewege es eins nach rechts. Also ich verschiebe genau das gleiche Muster und eins nach rechts. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Elemente anschaue, jetzt habe ich 3, 4, 2, 4, 2, 5, 3, 5. Und wenn ich hier auf der rechten Seite schaue, sehe ich, dass 2, 4 bereits platziert ist. Das heißt, hier kann ich einfach auf der rechten Seite weiterbauen und lege 3, 4, 3, 5 und 2, 5 dazu. Und so gehe ich einmal durch das ganze System. Also dann die nächste wäre dann 3, 5 und so weiter. Jetzt das nächste Muster ist, dass ich die geschlossene Kurve, die ich gerade hatte, nehme und ausdehne. Also ich mache sie sozusagen um 1 breiter. Das heißt, ich gehe jetzt 2 nach rechts, 3 nach links, 4 nach rechts und wieder 3 zurück. Und wenn ich mir jetzt die Elemente anschaue, dann sehe ich, dass hier vorkommt 2, 4, 1, 4, 2, 5 und 1, 5. Wenn ich dann rechts schaue, dann sehe ich, dass 1, 4, 2, 4 und 2, 5 bereits da liegen. Das heißt, ich muss nur noch 1, 5 oben in diese Ecke dazugeben, dann habe ich bereits eine weitere Plakette gefüllt. Und dann gehe ich wieder einmal durch das System, mache es wieder eins breiter und so weiter und damit baue ich dieses Dreieck hier. Jetzt sehe ich, dass für dieses Beispiel, also hier habe ich jetzt als Beispiel gewählt, dass ich 6 ursprüngliche Qubits hatte. Für dieses Beispiel brauche ich 10 Constraints, also K. Also K ist ja N mal N minus 1 halbe. Also K minus N ist 10. Und hier habe ich jetzt erst 6 Constraints hingelegt. Also hier gibt es 6 Quadrate. Das heißt, mir fehlen noch 4. Und diese 4 Quadrate sind hier ganz unten in der untersten Reihe versteckt. Das sind nämlich diese Dreiecke hier. Also hier habe ich zum Beispiel 1, 2, 1, 3, 2, 3. Das ist genau diese Closed Loop, die wir ganz am Anfang angeschaut haben, also diese Dreier-Loop. Und dann die nächste 2, 3, 2, 4, 3, 4 und so weiter. Und das gibt mir dann genau die 4 fehlenden Constraints. Das heißt, dass das Modell, das wir dann herausbekommen, ist jetzt folgendes. Wir haben eine Reihe von 3 Körperwechselwirkungen und dann so ein Quadrat an 4 Körperwechselwirkungen drüber. Und das ist sozusagen, wenn wir jetzt statt 6, 7 Qubits haben, dann kommt hier auf der rechten Seite einfach eine Linie mit Qubits dazu und wir bekommen immer dieses Dreieck heraus. Und in der ursprünglichen Publikation, also in der 2015er Publikation, haben wir dann noch eine zusätzliche Reihe an Qubits, die hier gelb gezeichnet sind, eingeführt. Die haben wir ganz unten dazugegeben und einfach auf plus 1 fixiert. Weil wenn man das macht, dann kann man aus diesen Dreierwechselwirkungen trivialerweise Viererwechselwirkungen machen. Und dann hat das gesamte System nur mehr Viererwechselwirkungen. Also dann gibt es keine, dann sind alle Wechselwirkungen exakt gleich. Das heißt, das Modell, das man herausbekommt, das nennt man dann, also das haben wir vorher nicht gewusst, aber solche Modelle nennt man eben Gitter-Eich-Modelle. Und die Spezifikation von denen wäre eben, dass eine Seite ist eine sogenannte geschlossene Seite, also das ist eine wie eine Wand, wo die Einser sind und die beiden Flanken des Dreiecks wären dann offene Seiten, weil die sozusagen offen flippen können. Wolfgang, hast du kurzzeitig eine Frage? Und zwar kommt gerade aus dem Publikum die Frage, ist das Ziel am Ende einen Toric-Code laufen zu lassen mit den vier Paulis? Nein, das Ziel ist tatsächlich, genau diese Spin-Modelle zu mappen. Aber man sieht hier, dass man sehr viele Ähnlichkeiten zu diesem Toric-Code hat. Und zum Beispiel haben wir auch Error-Correcting, also man kann hier auch Error-Correction machen und so weiter, aber es ist kein Toric-Code. Also der Toric-Code, der Unterschied zum Toric-Code ist, dass beim Toric-Code ist jede zweite Plakette ist ein X.
Also da haben wir so Checkerboard, X, Z, X, Z. Und hier hat man ausschließlich Z. Also hier ist immer vierbare Z auf jeder Plakette. Und sozusagen unser Ziel ist tatsächlich, diese Spin-Modelle zu enkodieren, ohne dass man eben Long-Range Interactions hat. Aber es ist tatsächlich auch sehr praktisch, dass der Toric-Code auch vierbare Z braucht, weil das eben für Hardware-Hersteller sowas dann ist wie, also vierbare Wechselwirkung muss man sowieso bauen in Zukunft. Das heißt, wir profitieren hier sehr viel von dieser Entwicklung von vierbare Wechselwirkung. Danke dir. Und also zur Error Correction, hier gibt es mehrere Arbeiten, wie man in unserem Code Error Correction machen kann. Das werde ich aber ganz am Ende nur kurz erwähnen. Okay. Was ich jetzt noch zeigen möchte, sind die Verallgemeinerungen, die wir seit 2015 gemacht haben. Also hier auf einer Slide nochmal zusammengefasst, was ich bisher besprochen habe. Diese Konstruktion wird eben oft als die LHZ-Konstruktion bezeichnet. Und was man hier hat, ist, also man hat ein Spin-Modell mit N Nodes und K Edges und übersetzt es dann in einen Graphen mit K-N Constraints. Die Constraints haben wir erzeugt aus diesen geschlossenen Kurven und wir haben ein bestimmtes Muster an geschlossenen Kurven gezeigt, damit man das sozusagen raumfüllend auflegen kann. Jetzt, wenn man ein Real-World-Problem hat, dann ist das meistens nicht ein All-to-All-Problem, sondern man hat weniger als All-to-All. Also es fehlen bestimmte Edges. Hier ein Beispiel, wenn Sie dieses Sechseck nehmen, bestimmte Verbindungen, also zum Beispiel 2, 5 oder 3, 6 sind nicht hier. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach die Original-LHZ-Konstruktion machen würden, dann würden Sie trotzdem alle Edges hinlegen und eine fehlende Edge würde einfach bedeuten, dass das lokale Feld, das darauf wirkt, null ist. Weil sozusagen eine fehlende Edge wäre sowas wie eine fehlende Wechselwirkung und die Wechselwirkungen übersetzen sich ja zu lokalen Feldern. Das heißt, das wären Qubits, die kein lokales Feld haben. Und das heißt, diese Qubits erfüllen keinen Zweck. Die können nach oben oder nach unten schauen. Und was wir gerne hätten, wäre aber, dass wir das kompilieren. Das heißt, dass wir alle Edges, die nicht gebraucht werden, entfernt werden können. Und um das zu machen, kann man sozusagen wieder zurückgehen zu diesem Originalbild, wo man sozusagen diese geschlossenen Kurven nimmt. Und jetzt eben nicht die LHZ-Kurven verwendet, also die roten hier, ganz unten links, sondern eben beliebige Kurven nimmt und dann die auswählt, die das System wieder raumfüllend machen. Und für dieses Beispiel kann man eben genau diese vier geschlossenen Kurven, also hier hat man auch für das ein Beispiel, was man dann sieht, ist, dass man immer mehr geschlossene Kurven hat, als man eigentlich braucht. Also hier habe ich alle geschlossenen Kurven der Länge 3 und 4 gezeichnet und man sieht, dass man mehr geschlossene Kurven hat, die man eigentlich braucht. Also wir brauchen nur 4, haben aber 5 zur Verfügung. Und die Lösung für dieses Problem ist hier gezeichnet. Also wir brauchen 2 Vierer-Loops und 2 Dreier-Loops und dann können wir das mit der minimalen Anzahl der Qubits hinlegen. Und wenn wir wieder unsere Formel, also wir brauchen K-N plus 1 Constraints, das heißt in dem Fall 4. Und das ist sozusagen genau K-N plus 1, weil wir haben 9 Edges, also 9 blaue Linien, 6 Nodes, plus 1 ist genau 4. Also das heißt, das wäre eine Lösung, die genau raumfüllend ist. Dann die zweite Generalisierung ist, dass wir in der Ursprungskonstruktion haben wir immer geschlossene Kurven genommen. Aber in Wirklichkeit können wir uns fragen, warum wir eigentlich geschlossene Kurven genommen haben. Und der Grund ist folgender. Also nehmen Sie an, Sie nehmen jetzt irgendeine geschlossene Kurve. Ich habe hier dieses Rechteck in der Mitte, also 5, 6, 6, 2, 3, 2, 3, 5 genommen. Dann führen wir diese Parity-Variablen ein, also das sind die Variablen, die auf den Edges sitzen. Und die sind ja nichts anderes als das Produkt
immer von den beiden Qubits, die am Ende der Linie sitzen. Also 2, 6 wäre zum Beispiel 2 mal 6. Und dann in der physikalischen Implementierung haben wir eine 4-Body-Wechselwirkung aus diesen Qubits gemacht. Das heißt, im logischen Modell, also wenn wir das jetzt wieder zurück übersetzen würden, dann wäre das ja immer ein Produkt aus 2 Spins und das 4-mal multipliziert. Das heißt, im logischen Modell ist das ein Produkt aus 8 Spins. Und diese 8 Spins, da sind immer 2 gleich. Weil dadurch, dass ich im Kreis gehe, habe ich sozusagen, ist der erste und der letzte Spin immer der gleiche. Das heißt, ich habe jeden Spin immer genau 2-mal. Das heißt, das Produkt ist immer plus 1. Es ist unmöglich, dass das minus 1 wird. Und dadurch kann ich es eben als Constraint verwenden. Das heißt, ich kann jetzt diese Konstruktion, dass ich geschlossene Kurven brauche, kann ich verallgemeinern. Ich kann sagen, okay, ich muss nur Gruppen an Indizes finden, wo jeder Index immer mit einer geraden Anzahl vorkommt. Und wenn ich das mache, dann kann ich eben nicht nur Graphen übersetzen, sondern auch Hypergraphen. Das heißt, Spin-Modelle, die höhere Wechselwirkung haben als Paarwechselwirkung, als die zum Beispiel auch 3-Körper-Wechselwirkung haben. Und hier habe ich ein Beispiel gezeichnet, also hier habe ich ein paar Paarwechselwirkungen, das ist 1, 2, 2, 4, 4, 5, 1, 5, die habe ich als Linien dargestellt, aber zusätzlich habe ich auch so Dreierwechselwirkungen, 1, 2, 3 oder 3, 4, 5. Und jetzt kann ich sozusagen mit dieser verallgemeinerten Definition, kann ich jetzt hier Constraints konstruieren, die eben keine geschlossenen Kurven mehr sind, weil ich ja keine Graphen mehr habe, sondern eben so Hypergraphen. Und was hier rechts gezeichnet ist, wäre eben genau ein valider Constraint. Also 1, 2, 4, 5 und dann 3, 4, 5 und 1, 2, 3. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Beispiel übersetze und ich vergleiche das mit Kubo, also nehmen wir an, ich würde das zuerst in ein Kubo-Problem übersetzen und dann auf einem Chip embedden, brauche ich mindestens 28 Qubits, um das zu machen. Wenn ich das mit der Parity-Transformation plus dem Compiler übersetze, brauche ich nur 6 Qubits und 2 Viererwechselwirkungen. Das heißt, hier kann man bei so höheren Ordnungstermen kann man erhebliche Anzahl an Qubits sparen. Und sozusagen der Compiler baut diese Graphen auf wie so Puzzle Pieces. Hier möchte ich gerade eine Galerie zeigen für bestimmte Graphen, die dann in dieser kompilierten Version ausschauen. Also links ist immer das Originalproblem. Das sind übrigens Beispiele, die wir bekommen haben. Und rechts ist immer die kompilierte Version oder die Parity-Version. Und man sieht eben sehr schön, dass wenn man bestimmte Muster im Originalgraphen hat, kommen auch bestimmte Muster in dieser übersetzten dualen Version heraus. Und diese Gallery zeigt irgendwie, dass das ein sehr universelles Modell ist. Hier nur ein Showcase, also wenn man viele höhere Ordnungsterme hat, kann man nach wie vor sehr kompakte Chips herausbekommen. Okay, als letzten Punkt möchte ich noch die Constraints erwähnen. Constraints im Sinne jetzt von Produkten. Wir können das auch mit Summen machen. Die Produkte müssen allerdings immer Produkte zwischen Spins sein. Also was schwierig ist, wenn das Produkte von binären Zahlen sind. Was wir sehr gut können, sind Produkte an Spins. Also nehmen Sie an, Sie haben jetzt einen Hard Constraint. Also das wäre jetzt sozusagen eine harte Nebenbedingung, nehme ich an, sagt man. Also wir wollen das Minimum finden und die Nebenbedingung ist, dass Sigma 2 mal Sigma 3 ist plus 1. Das heißt, wenn wir jetzt wieder unser vorheriges Beispiel nehmen, mit diesem Sechseck, dann haben wir jetzt eine Nebenbedingung eingeführt, nämlich wir wollen, dass Sigma 2 mal Sigma 3 muss plus 1 sein. Das heißt, als Physiker würden wir jetzt sofort hergehen und sagen, ja, das ist ja ganz einfach, wir müssen eine sehr starke ferromagnetische Energie auf 2, 3 legen. Also das heißt, wir würden einfach die Edge 2, 3 würden wir einfach mit einer sehr starken positiven Energie belegen,
Das heißt, unser Resultat wird dann immer dafür sorgen, Ferromagnetspannung, also eigentlich eine sehr große negative Zahl. Das heißt, unser Ergebnis wäre dann immer, dass 2 und 3 in die gleiche Richtung schauen. Jetzt mit der Parity-Transformation können wir hier das Problem aber mathematisch behandeln. Wir müssen es nicht sozusagen als Energie behandeln. Und wie funktioniert das? Das ist ein Trick, den ich liebe. Nehmen Sie an, Sie wollen jetzt, also unser Ziel ist ja immer, wir wollen diese geschlossenen Kurven der Länge 3 und 4 finden. Und diese Puzzle-Pieces wollen wir dann zusammenbauen. Und jetzt, wenn wir einen Constraint haben, also zum Beispiel, dass 2 und 3 plus 1 ist, dann sehen wir, können wir jetzt, wenn wir eine geschlossene Kurve der Länge 4 erzeugen wollen, können wir eine geschlossene Kurve der Länge 5 nehmen, in der dieser Constraint Teil ist. Weil wir wissen ja, was wir dann machen, ist, wir multiplizieren die einfach miteinander. Das heißt, wenn eines der Produkte 2, 3 ist, und wir wissen, dass das plus 1 sein muss, dann ist das nichts anderes, als würden wir es mit plus 1 multiplizieren. Das heißt, wir können jetzt geschlossene Kurven nehmen, also hier das erste wäre 1, 2, 1, 6, 5, 6, 3, 5 und dann kommt eben noch 2, 3, aber 2, 3, das lassen wir einfach aus, weil wir wissen, dass es plus 1 sein muss. Und so können wir jetzt aus allen geschlossenen Kurven der Länge 5, die einen Constraint beinhalten, eine Kurve der Länge 4 machen und die vorher Länge 4 hatten und den Constraint beinhalten, werden Länge 3. Und zusätzlich haben wir noch die ohne Constraints. Und jetzt sehen wir in diesem Beispiel, können wir jetzt wieder das Problem kompilieren und wir haben jetzt ein Qubit eingespart. Also das Qubit 2, 3, das haben wir komplett eliminiert. Und mathematisch macht das natürlich auch Sinn, weil das ist eine Nebenbedingung, das heißt, das halbiert ja unseren Suchraum. Aber normalerweise hat man eben nicht die Möglichkeit, das einfach rauszunehmen, sondern das ist ja dann verteilt über das System. Aber durch das Parity Mapping kann man diese Produkte alle herausnehmen. Das heißt, ein Constraint erlaubt es uns, ein Qubit zu eliminieren. Das heißt, pro Constraint können wir ein Qubit herausnehmen. Und das führt eben dann dazu, dass wir Probleme, hier, das ist sozusagen ein artifizielles Problem, nur um das zu demonstrieren. Hier haben wir ein Problem, das sehr kompliziert ist, höhere Ordnungsterme hat, viele sozusagen 5-Body, 4-Body, 2-Body Terms und eine Liste an Nebenbedingungen. Diese Liste an Nebenbedingungen sind auch wieder Produkte als Strings. Wenn wir dieses Modell auf ein D-Wave mappen wollten, brauchen wir 724 Qubits. Und mit dem Compiler passt das eben genau auf 52 Qubits. Okay, lassen wir als letztes noch Benchmarks zeigen. Ich möchte als Disclaimer vorher noch sagen, dass den Hauptvorteil unserer Architektur sehe ich eben auf der Hardware-Seite, weil man eben alle Gatter voll parallelisieren kann. Also das heißt, dadurch, dass alle Wechsel, wir können immer diese 4-Body-Wechsel sind, die für alle Probleme gleich sind, beim gesamten Chip ausgeführt werden müssen, kann ich sozusagen so globale Gatter, die auf das ganze System wirken, ausführen. Und wenn ich jetzt keine 2-Body-Wechselwirkung, wenn ich keine 4-Body-Wechselwirkung habe, dann kann man auch sehr einfach die 4-Body-Wechselwirkungen in C-NOT-Gates zerlegen. Also das ist eine sehr einfache Zerlegung. Und man bekommt dann statt einem globalen Gatter, bekommt man dann so eine Sequenz an 7 Muster, also ich nenne das immer Webstuhlmuster, in Analogie zu eben den ersten Computern, die es gegeben hat, also diese Webstuhlmuster, die man hier in Figure E sieht, das sind eben dann diese NOT-Gates, die ich auf diesem Quantencomputer ausführen muss. Und wenn ich diese 7 globalen Gatter ausgeführt habe, dann habe ich alle Wechselwirkungen gemacht. Das heißt, unabhängig davon, wie groß das System ist, habe ich immer eine konstante Anzahl an diesen globalen Gattern, die ich ausführen muss. Neben sozusagen diesem Vorteil gibt es auch noch einen reinen algorithmischen Vorteil, das ist in diesem Paper, das hier rechts unten zitiert ist. Hier haben wir zwei Benchmarks, die auch industrierelevant sind. Links ist
ein Problem aus der Finanztechnik, das sogenannte Financial Crash Problem. Also das ist ein Problem, wo man N-Entitäten hat, also N-Firmen, und jede dieser Firma besitzt Aktien von jeder anderen Firma. Und dieses System ist eben stabil durch die freie Marktwirtschaft. Wenn man allerdings Nichtlinearitäten einbaut, dann wird es instabil. Also das wären in dem Fall Ratingagenturen. Wenn zum Beispiel bestimmte Aktien dann jeder verkaufen möchte, dann führt das zu Instabilitäten. Und diese Transition zwischen stabil und instabil ist eben von einer anderen Gruppe am D-Wave-Gerät untersucht worden. Und wir haben eben einfach dieses Problem genommen und übersetzt mit unserer Architektur. Und was man hier jetzt sieht, ist, auf der X-Achse, das ist die Qualität der Approximation. Also das ist ein nicht-lineares Problem, das heißt, man hat durch die Taylor-Expansion hat man beliebig viele Terme und die muss man irgendwo abbrechen. Und was sozusagen auf der X-Achse gezeichnet ist, ist die Anzahl der Terme, die man mitnimmt. Also das heißt, auf der X-Achse entweder wird das Problem größer oder man rechnet es genauer. Und auf der Y-Achse ist die Anzahl der Gatter, die man verwendet. Und Sie sehen schon an der Größenordnung, das ist schon ein Real-World-Problem, wo man mehrere tausend Gatter braucht. Und was jetzt die blaue Kurve ist, ist, wenn man ein Quadratgitter-Quantencomputer annimmt, also so wie zum Beispiel der Google-Chip oder jeder andere Chip im Moment, zweidimensionaler Chip, mit Nearest Neighbor C-Not Gates, dann braucht man so viele Gatter. Also das wäre die blaue Kurve. Das ist übrigens kompiliert mit dem TCAD-Compiler, der im Moment der beste Compiler ist, also der von Cambridge Quantum. Dann die grüne Kurve ist exakt der gleiche Chip, exakt das gleiche Problem, aber mit diesem Parity Mapping kompiliert. Und um den Vergleich fair zu machen, haben wir wirklich angenommen, dass wir diese Zerlegung in die C-Not-Gates machen, also keine Vierkörperwechselwirkung haben, sondern wirklich denselben Chip kompiliert. Und dann bekommen wir eben die grüne Kurve, also schon allein dadurch hat man einen Vorteil. Und wenn man dann noch Vierkörperwechselwirkung wirklich baut, dann bekommt man diese violette Kurve raus, also eine erhebliche Reduktion in Anzahl der Karten. Das heißt, das ist für uns irgendwie das interessanteste Bild, dass man eben schon auf Near-Term-Devices diese Architektur verwenden kann, aber wir haben auch einen Plan, wie man eben durch zusätzlichen Bau von bestimmten Gattern die Effizienz sehr stark erhöhen kann. Und hier rechts sieht man ein Quantum-Chemistry-Problem, also hier das Optimierungsproblem ist immer, dass man so Elektronenstrukturen minimiert. Und das haben wir auch aus der Literatur übernommen und hier sieht man ein sehr ähnliches Bild, also dass man immer einen Vorteil kriegt durch das Kompilieren. Also als Zusammenfassung, diese Parity-Architektur beinhaltet eben einen Hardware-Aspekt und einen Software-Aspekt. Wir sehen das als Alternative zum Standard-Gate-Model. Also der große Unterschied ist, dass man nicht das Problem in Wechselwirkungen programmiert oder in Gatter, sondern ausschließlich in lokale Felder. Und das erlaubt eben ganz andere Quantencomputer zu bauen als die wir jetzt bauen, nämlich wo man globale Kontrolle hat. Also das heißt, man kann erstens voll parallelisierbare Gatter machen, das komplettes neues Design eigentlich von Chips. Das führt auch dazu, dass man dann zum Beispiel Crosstalk ganz anders behandeln kann. Also jetzt, wenn Sie jetzt einen Quantencomputer bauen, dann müssen Sie die Gatter erstens einzeln adressieren und Sie haben auch das Problem vom Crosstalk. Das heißt, wenn das System größer wird, dann agieren alle Gatter, die Sie um Sie herum bauen, wie Noise auf ein anderes Qubit. Das heißt, wenn Sie einen Quantencomputer jetzt tradieren, dann haben Sie interne Noise, der einfach von einem anderen Gatter kommt, das was wir als Crosstalk bezeichnen. Und durch diese voll parallelisierbaren Gatter, dass die komplett homogen sind und alle gleich sind, können Sie den Crosstalk schon beim Design eliminieren. Sie können das sozusagen wie ein globales Feld, das auf alle gleich wirkt, eliminieren. Und das sehen wir sozusagen als Riesenvorteil für Skalierbarkeit. Und daneben gibt es auch als letzten Punkt die algorithmischen Vorteile, die wir gerade gesehen haben.
All das machen wir jetzt in der Firma in unserem ParrotOS. Also das ist ein Operating System oder ein Webservice, wo man sozusagen all diese Vorteile bereits nutzen und ausprobieren kann. Und was vielleicht auch speziell ist bei uns, ist, dass es neben der Research Group an der Universität eben das Spin-Out gibt. Also das heißt, es gibt hier zwei Teams, die Vollzeit an dieser Architektur arbeiten. Beide Teams sind übrigens schon um einiges größer. Also vor allem die Firma ist um einiges gewachsen. Beide Fotos sind noch vor Corona entstanden, wie man sieht, und sind fast doppelt so groß inzwischen. Das heißt, wir haben hier eine sozusagen Grundlagenforschung plus eben diese Entwicklungen in der Firma, in der wir sozusagen das System auf sehr, sehr, sehr viele Aspekte untersuchen und von Implementierung zu statistischer Mechanik hin zu Use Cases alles abdecken. Okay, damit bin ich am Ende und freue mich auf Fragen. Eine Frage gibt es bereits, Wolfgang, und zwar ist der Compiler bzw. der Quora-Compiler, den du ja eben erwähnt hast, als Open Source verfügbar, damit man damit mal rumexperimentieren kann? Nein, das ist nicht Open Source, also das ist ein Web-Service. Also die Idee an unserem Betriebssystem ist, dass wir wirklich als Compiler hinter dem Quantenchip leben. Also das heißt, wir wollen nicht das Gebiet vom End-User zum Quantencomputer abdecken, da gibt es eben schon sehr viele, sondern wir sind wirklich ein Tool, das der Compiler verwendet. Also das ist der Hardwarehersteller, wenn der bekommt vom End-User ein Problem, schickt es zu uns und wir schicken es zurück zum Quantencomputer. Und was uns im Moment sehr interessiert, ist eben in gemeinsame Forschungsprojekte einzusteigen. Also wir sind, ich habe eben da im Publikum gesehen, sehr vielen Leuten bereits in Konsortien, wo wir eben wirklich dieses Hardware-Software-Co-Design machen und wo wir eben unseren Compiler auch zur Verfügung stellen. Und falls Interesse besteht, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Dann kann man sozusagen auch überlegen, ob man hier ein Projekt startet oder einfach Zugang legen kann. Ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Wir gehen jetzt in die Fragerunde. Dafür würde ich jetzt aber einmal die Aufzeichnung beenden, damit wir direkt in die Diskussion starten können.